Das Matelltal. Hier liegt auf rund 1600 Meter Meereshöhe der Premslerhof. Die 107 Erschwernispunkte in der Höfekartei zeugen von der Herausforderung, einen solchen Bergbauernhof zu bewirtschaften. Peter Holzer muss nach wie vor einen Teil der knapp 5 Hektar Wiesen von Hand mähen. Für Maschinen ist das Gelände zu steil. Den Bergbauernhof bewirtschaftet er gemeinsam mit seiner Frau Anja und Vater Josef. Wie es da hinten ist, bei den ehemaligen Kornacker, da sind ja so Stellen, da sind viele Stellen, wo man eigentlich mit der Maschine nicht hinkommt, wo man eigentlich muss von Hand mahnen und wopen und umkehren. Noch sowieso ganz viel in der Ucht, in den einfach relativ steilen Wiesen. Seit seinem 11. Lebensjahr kümmert sich Peter um die Heuernte. Zusammen mit der Mutter Christina. Wie bei vielen anderen der über 6000 Bergbauernfamilien auch, wäre die schwere Arbeit ohne Helfer und Maschinen nicht zu schaffen. Es ist sehr wichtig, dass man Leute hat, die uns helfen. Weil logisch allein mit Frau und Kindern und meine Mama ist auch gesundheitlich nicht mehr gut, ist man nicht in Stand. Was wir auch haben, seit die Kinder auf der Welt sind, seit 2013 haben wir jetzt die freiwilligen Arbeitseinsätze. Mein Opa hat hier ein Bahnlager gebaut. Das ist ein großer Fortschritt gewesen. Als nächstes sind eben die Planierungen und die Wiesen weggekommen. Wir haben nach 2000 einen neuen Stall- und Stadler gebaut, was eine große Erleichterung gewesen ist. Die Verbundenheit mit dem Hof ist bei der Familie deutlich zu spüren. Das Erbe der Vorfahren wird mit viel Liebe gepflegt. Im Nebenerwerb vermietet die Familie das kleine Ferienhaus oberhalb der Hofstelle. Den Gästen werden Produkte vom eigenen Hof angeboten. Wir haben jetzt das dritte Jahr für den Urlaub auf dem Bauernhof. Und dann haben wir gemerkt, dass viele Gäste da kommen und eigentlich gar nichts mithaben. Und gern da die Produkte von Südtirol da und von uns probieren wollen. Wenn die Kühe im Sommer nicht auf der Alp sind, dann haben wir am Hof selber die Milch. Ich mache ein bisschen Naturjoghurt. Und wenn die Gäste mögen, einen Frischkäse. Nun plant die Familie eine zweite Ferienhütte. Denn der Nationalpark Stilfser Joch ist bei den Gästen ein beliebtes Ausflugsziel. Für die Bauern jedoch ist er eine Herausforderung. Logisch, durch den Nationalpark ist es wie schwieriger und aufwendiger, eine Genehmigung zu kriegen, weil man einfach muss sein Land als berücksichtigen und der Land mitzureden hat. Sind schon alle bestrebt, dass man da ein bisschen zusammenkommt, ist auch sinnvoll. Aber es ist halt einfach eine zusätzliche Belastung, die man muss Rücksicht nehmen, wenn man etwas plant. Die einzigartige Landschaft des Nationalparks im hintersten Matelltal ist wie ein kleines Paradies. Zumindest für Altbauer Josef Holzer. Seit rund 40 Jahren treibt er im Sommer die Schafe der umliegenden Bauern auf die Almen. Ja, früher, meistens haben wir 1200 Schafe gehabt. Jetzt sind es nur 670, 80. Wir haben da das weiße Tiroler Bergschaf. Wir haben ein paar Jahre dabei. Es ist sicher nicht das große Geld zu verdienen, ganz sicher nicht. Aber bei uns, das sind alles Gemeinschaftsalmen, da kann jeder sein Vieh auch bringen und die Schafe. Es sind halt viele, die ein Prickel Grund haben und die ins Heiz haben und füttern halt ein paar Schafe, wenn sie eine Freude haben. In dem Gebiet wurde mehrmals der Bär gesichtet. Ebenso der Wolf. Die Rückkehr der großen Raubtiere könnte das Ende der traditionellen Almwirtschaft bedeuten. Wenn der Wolf kommt und der Bär, also sie sich jungsiedeln, dann werden die Almen langsam leer bleiben.
Für uns ist da Herdenschutz unmöglich. Es sind überall die Wanderwege. Wir haben Tagesausflieger noch und noch da, die all Tage die herrliche Natur genießen wollen. Und dann, wenn der Herdenschutz unter dabei sein soll, gibt es halt Probleme, weil die Leute haben viele Hunde mit und das ist ein Feind für sie und das funktioniert nicht. Wir waden auf einer gewissen Hechte von 2300 Meter aufwärts mit den Schafen. Die wollen wir nicht kann gehen lassen, dass sie überall ein bisschen rauskommen. Da hungern sie. Die kann man nicht in der Herde hirten, weil dann muss 20 cm hoch groß sein. Das ist es vielleicht möglich. Aber wo die Karre gebaut ist, die gehen ja ein bisschen Gletscher zu. Wenn sie nicht können gehen, da hungern sie nicht. Das funktioniert nicht. Mit großer Hingabe und Fleiß bewirtschaftet die Familie Holzer den Bergbauernhof. Trotz vieler Entbehrungen und eines vergleichsweise geringen Einkommens. Na, Hobby darf es nicht heißen. Man muss, es ist sicher nicht viel zu verdienen, das ist ganz klar. Aber man hat halt eine Freude mit den Viechern. Zudem kann man hier die steilen Wiesen ein bisschen baden, wo man kein Rindvieh gehen lassen kann. Peter Holzer plant ein weiteres wirtschaftliches Standbein für den Bremslerhof. Er möchte zukünftig Fleisch direkt vermarkten. Neben der Milch, die er an den Milchhof liefert. Ja, ich glaube, die Nachfrage ist schon da von einheimischem Fleisch, regionalem Fleisch. Ich denke gerade speziell junge Familien, dass die das schon wieder suchen, wo sie dann auch wissen, wo es herkommt und auch schauen können, wo es herkommt. Ja, wir haben 5-6 Melchkühe mit der Nachzucht dazu. Aber logisch ist das bei der Betriebsgräs, trotz dass man eigentlich die eigene Arbeit nicht rechnet, eigentlich sehr schwierig. Da kann man eigentlich keine Investitionen machen. Ja, für die Verarbeitung von Fleisch haben wir uns mit dem Metzger angesprochen. Möchten wir jetzt am Anfang gerne die Arbeit von ihm machen lassen, auch die Verarbeitung. Schlachten ja sowieso, aber auch die Verarbeitung und das Verpacken. Weil wir einfach wollen einmal das Risiko ein bisschen gering halten, weil die Investitionen relativ hoch sind, einen Verarbeitungsraum zu bauen. Von Kielzell bis Verarbeitungsgeräte. Und wenn man sieht, dass es funktionieren kann, nachher darf man MSM-Schritt noch machen und eben in den Verarbeitungsraum investieren. Trotz aller Schwierigkeiten, die die Bewirtschaftung eines Bergbauernhofes mit sich bringt, fürchtet die Familie nicht um ihr tägliches Brot. Denn der große Zusammenhalt, der besondere Fleiß und immer neue Ideen lassen die Familie Holzer optimistisch in die Zukunft blicken. Am Bremslerhof im Mattelltal.